Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Carolina Stephan und ich möchte heute mit euch darüber reden, warum es vollkommen okay ist, dass euer Kind nur getragen werden will und dass ihr euer Kind damit nicht verwöhnen könnt. Ich hatte vorher gerade folgende Situation. Ich komme gerade vom Sport und habe mit anderen Müttern geredet darüber, wie oft sich das Kind ablegen lässt. Ich persönlich lege mein Kind fast nicht ab und es eckt immer wieder an, das Thema Kind ablegen, ja oder nein. Und ich möchte dazu gerne auf das Buch Auf der Suche nach dem verlorenen Glück eingehen. Und zwar geht es genau um dieses Thema, dass sich die Kinder ungern ablegen lassen. Ich möchte auf Folgendes hinaus. Und zwar ist es so, dass die Kinder gerade am Anfang, dadurch, dass sie passive Traglinge sind, immer bei der Mutter sein wollen. Und da sagen jetzt die einen, Mensch, da verwöhnst du dein Kind doch total, das wird sich niemals ablegen lassen. Dem ist aber nicht unbedingt so. Ganz im Gegenteil, dein Kind wird irgendwann, wenn du es immer trägst, von alleine das Bedürfnis entwickeln, als natürlicher Prozess der Entwicklung, dass es sich ablegen lassen möchte und selber anfängt zu krabbeln. Das heißt, dein Kind zeigt dir, wann es soweit ist, dass es auch abgelegt werden möchte. Und bis dahin ist es durchaus sinnvoll, das Kind auch mal öfter zu tragen und nicht zu sagen, es muss sich ablegen lassen, weil es ansonsten verwöhnt wird. Euer Kind kann dadurch nicht verwöhnt werden. Das von meiner Seite aus. Ihr seht, ich bin im wunderschönen Hildesheim und es ist traumhaftes Wetter. Mein Mann hat gerade das Kind, es wird nämlich gerade getragen. Und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Tschüss. Ich finde es nochmal, eine wichtige Sache habe ich tatsächlich vergessen. Und zwar wird häufig als Grund angeführt, warum das Kind auch häufiger abgelegt werden muss, dass das Kind motorische Fähigkeiten entwickeln muss und es diese nur erlangt, dadurch, dass es liegt. Aber wenn ich das Kind rumtrage, muss es genauso den Nacken stabilisieren, es muss genauso die Bauchmuskeln betätigen, es muss viel mehr ausbalancieren. Es kann sich genauso auf der Hüfte hochstemmen, wenn es getragen wird, wenn man das auch mal flexibel trägt und nicht nur in der Trage. Und denken wir mal darüber nach, wie oft wir unser Kind eigentlich schon automatisch ablegen. Und zwar in der Nacht beim Schlafen liegt das Kind doch auch. Und es gibt immer wieder Wachphasen bei den Kindern, wo die Kinder eben auf sich bewegen und dann anfangen zu drehen und was weiß ich was, was auch immer gerade ansteht oder auf dem Wickeltisch. Es gibt schon genug Situationen, wo das Kind automatisch sich hinlegen muss oder dazu gezwungen wird, zu liegen. Wenn wir jetzt sagen, das Kind muss aber zusätzlich noch mehr abgelegt werden, dann frage ich mich, wo ist das Verhältnis? Das Kind liegt im Schnitt, allein schon wenn wir uns vornehmen, dass wir es den ganzen Tag tragen, immer noch seine 10 Stunden mindestens. Oder nicht. Also ich meine, auf dem Wickeltisch liegt es doch. Dann liegt es, wenn wir uns kurz anziehen, um uns fertig zu machen, um das Kind zu tragen. Dann liegt das Kind gegebenenfalls, wenn man duscht. Dann liegt das Kind gegebenenfalls, wenn man schläft. Also garantiert, wenn man schläft. Weil da kann man das Kind ja auch gar nicht tragen. Also dann frage ich mich, wo ist der Sinn dahinter zu sagen, wir müssen unser Kind noch zusätzlich mehr ablegen. Und ich kann sagen, mein Kind dreht sich aktuell ziemlich viel und es geht immer wieder dann auch automatisch in die Bauchlage beim Schlafen. Ja, und so finde ich, muss man das nicht zusätzlich forcieren. Gerade weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass damals in der Evolution sich die ganzen Urvölker gedacht haben, Mann, ich muss jetzt bewusst mit meinem Kind trainieren, dass es sich drehen kann. Sonst hätten die Menschen alle nicht funktioniert, hätten nicht überlegt, weil sämtliche Raubtiere die Kinder alle zerfleischt hätten, weil sie sich ja nicht weiterentwickeln. Die Kinder haben sich aber auf natürliche Art und Weise weiterentwickelt, obwohl sie so viel getragen wurden. Das ist einfach nur für mich nochmal so ein Denkanstoß. Weil ich einfach das Argument auch häufig höre mir gegenüber und deswegen wollte ich das einfach nur mal an alle Mütter sagen, die sich vorgenommen haben, ihr Kind häufiger zu tragen. Lasst euch da nicht reinreden, euer Kind liegt genug am Tag, auch ohne dass ihr extra noch sagt, ihr müsst es zusätzlich hinlegen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt wirklich einen schönen Tag. Tschüss! Ich habe leider noch eine Ergänzung, die ich mir gerade nicht verkneifen kann. Wenn wir nochmal daran denken, wenn wir im Krankenhaus sind und wir liegen den ganzen Tag, dann kommt eine Krankenschwester vorbei und gibt uns eine Thrombosespritze, weil wir einseitig die ganze Zeit liegen. Unsere Kinder, die immer wieder nur abgelegt werden, haben irgendwann Rückenschmerzen. Das habe ich schon häufiger gelesen, deswegen gibt es ja auch Babymassage, die angeboten wird. Deswegen tut das den Babys auch so gut, weil ihr Rücken so verspannt sind davon, dass sie so oft abgelegt werden. Das heißt, wir haben 10 bis 12 Stunden unter normalen Umständen, wo das Kind sowieso schon im Bett liegt auf dem Wickeltisch und sagen dann nochmal zusätzlich, wir müssen unser Kind noch mehr ablegen, damit es die motorischen Fähigkeiten schult, die es ja eigentlich auch in der Nacht schult oder auf dem Wickeltisch trainiert und die es auch trainiert dadurch, dass es auf dir drauf ist. Jetzt ist der Rücken aber sowieso schon seine 10 bis 12 Stunden beansprucht und jetzt sagen wir, wir machen zusätzlich nochmal weitere 10 Stunden, wo wir das Kind ablegen. Habt ihr eine Ahnung, was für Rückenschmerzen solche Babys auch entwickeln können?
gerade, die haben totale Rückenverspannung dann irgendwann. Also ich meine, ich mache wirklich niemandem einen Vorwurf, das muss jeder für sich selbst wissen, aber ich sage nur das Argument, dass wir wirklich sagen, wir müssen das Kind ablegen, weil das einfach so gefordert ist. Ich will einfach nur, dass es einfach mal ein bisschen hinterfragt wird. Und wenn wir uns überlegen, wird uns da in die Intuition reingequatscht, weil wir die ganze Zeit uns bevormunden lassen von irgendwelchen Leuten, die glauben, das besser zu wissen. Wir wissen am besten, was für uns Kind gut ist. Und das will ich wirklich mal gestated haben. Wir wissen das, wir sind Mamas.